Leute, Marc hier von MacMath Studios. Willkommen zu einem neuen Review. Heute teste ich den IPEGA Tomahawk Bluetooth Controller. Der ist kompatibel mit Android und iOS und damit könnt ihr eben die aktuellsten Spiele auf eurem Smartphone mit einem Controller spielen. Das Ganze habe ich von TomTop. Da kostet der Controller momentan nur 16 Euro. Das ist sehr günstig. Alle Links und Infos dazu habe ich natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt packen wir den Controller einfach mal aus. Wie gesagt, der ist kompatibel mit Android und iOS. Ihr könnt ihn auch für den PC nutzen. Dafür braucht ihr allerdings einen Bluetooth-Dongle. Das ist hier nicht enthalten. Trotzdem könnt ihr ihn auf jeden Fall an jedem Gerät nutzen, das Bluetooth hat. Finde ich schon mal eine sehr gute Idee. Auch kompatibel mit Windows 7, mit Windows 8 und Windows 10. Und den schauen wir uns heute einfach mal an und werden natürlich auch ausführlich spielen damit. Im Controller befindet sich ein Akku mit 3,7 Volt und 350 mAh. Da könnt ihr ungefähr 10 Stunden komplett durchspielen und das hier ist der Controller, komplett mit USB-Ladekabel. Dazu gibt es noch eine kleine Anleitung, die ist in Englisch und auf der Rückseite in chinesischer Sprache, ist aber alles sehr gut verständlich. Um den Controller zu verbinden mit einem Bluetooth-Gerät, muss man eben nur den Ein- und Ausschalter gedrückt halten und dementsprechend die Android-Taste. Mir gefällt die rote Umrandung um die Thumbsticks sehr gut, genauso ist das Design angelegt an einen Xbox-Controller, da kommt man sehr gut mit zurecht. Der Tomahawk ist ziemlich leicht, knapp 200 Gramm und die Tasten lassen sich alle gut erreichen, liegen etwas näher als bei der Xbox. Und jawohl, die Knüppel sind gut gespannt, macht alles einen sehr guten Eindruck. Hier in der Mitte kann man aufklappen, da ist die Home-Taste zum Ein- und Ausschalten. Hier geht es auch schon gleich los. Und in diese Halterung hier könnt ihr euer Smartphone einklemmen. Da passen Smartphones rein von 4 cm bis 8,5 cm Durchmesser. Und wenn man den so in der Hand hat, fasst sich das schon sehr gut an. Das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff, leicht knarzig, wenn man dran biegt. Dennoch ist hier alles gut verarbeitet, es gibt keine scharfen Kanten etc. Die Schultertasten sind ebenfalls gut zu erreichen, haben einen guten Druckpunkt. Und hier in der Mitte ist noch der USB-Anschluss, um den Akku aufzuladen. Die Ladezeit beträgt nur knapp 120 Minuten und damit könnt ihr, wie gesagt, bis zu 10 Stunden komplett durchspielen. 30 Tage bleibt der Controller auf Standby. Also soweit bin ich sehr zufrieden. Vom Design her und auch von der Handhabung fasst sich das alles sehr gut an. Und dann wird es auch Zeit, den Controller mal richtig auszuprobieren. Ich habe das Ganze via Bluetooth mit meinem Android-Tablet verbunden und wie man hier sieht, wird der Controller schon in der Android-Oberfläche erkannt. Man kann sich also hier durch die Apps durchklicken, das funktioniert schon mal sehr gut. Wie zum Beispiel auf der Xbox üblich, kommt ihr mit A ins Menü rein und mit der roten Taste B kommt ihr wieder zurück. Alle Tasten lassen sich wunderbar erreichen und haben noch einen tollen Druckpunkt. Gerade das Steuerkreuz macht einen sehr guten Eindruck und das finde ich sogar besser als beim Xbox 360-Controller. Als erstes Spiel habe ich Dead Trigger 2 gespielt, das ist ein Ego-Shooter, bei dem man eben alle Tasten belegen kann und da macht der Controller einen sehr guten Eindruck, das Ganze lässt sich butterweich damit steuern. Vom Spiel her macht das auch schon einen Unterschied, ob ihr das direkt über die Bedienelemente auf dem Display steuert oder hier mit dem Controller. Die Analogsticks geben einfach mehr Freiheit und lassen präzisere Eingaben zu. Spielerisch hat man da auf jeden Fall einen Vorteil und auch nicht immer die Finger direkt vom Geschehen, das ist ebenfalls eine gute Sache. Gerade bei diesem Spiel hier gibt es viel zu entdecken und auch die Grafik ist bei Dead Trigger 2 richtig gut für ein Android-Spiel und da sieht man eben auch mehr davon und hat auch keine Fingerabdrücke auf dem Display. Beim Spielen konnte ich auf jeden Fall keinerlei Nachteile entdecken, das spielt sich alles sehr intuitiv. Das einzige, was ich vielleicht zu bemängeln hätte, ist eben, dass hier kein Bluetooth-Dongle beiliegt, um das Ganze am PC zu benutzen. Leider reicht es nicht, den Controller mit dem beiliegenden USB-Kabel an den PC anzuschließen. Man braucht auf jeden Fall ein Bluetooth-Dongle, das bietet TomTop aber auch an. Die große Stärke des IPEGA Tomahawk ist, dass man eben hier sein Smartphone einspannen kann. Das hier ist das Vernet Apollo Lite, ein 10K-Smartphone mit 5,5 Zoll und das passt da wunderbar rein. Die Halterung ist innen gummiert, das Smartphone wird also nicht zerkratzt und das hält auch bombenfest und da habe ich auch echt Vertrauen. Also da ist die Stabilität für ein Handy in dieser Größe schon gegeben. Das Vernet Apollo wiegt über 200 Gramm, ist also schon ziemlich schwer. Das Spiel hier ist Dungeon Hunter 5, ein Diablo-Klon und das spielt sich natürlich auch mit dem Controller um einiges besser, als wenn man hier auf dem Display rumtoucht. Das Spiel selbst erkennt den Controller sofort als Xbox 360-Controller und dann sind eben alle Tasten so belegt, wie man das auch von der Konsole her kennt, mit dem Schwert zuschlagen, Zaubersprüche etc. Das ist alles wunderbar gemacht. Und so ist das Spiel auch mal ordentlich spielbar, als wenn hier auf dem Display die ganzen Bedienelemente angezeigt werden. Der Controller ist natürlich auch mit Android-TV-Boxen kompatibel. Ihr könnt das also auch so auf dem Fernseher spielen. Und dann macht das auch ordentlich Sinn. Die Grafik ist richtig gut. Ihr seht hier, das läuft super flüssig. Also ich kann mir vorstellen, auf dem TV-Gerät macht das noch ein bisschen mehr Spaß als hier nur auf dem Smartphone. Für einen Controller mit einem Preis von knapp 16 Euro kann man da auf jeden Fall gar nichts sagen. Das Handy hält hier wunderbar.
der war fest drin und wenn man fertig ist, einfach das Handy wieder raus und zuklappen. Als nächstes wollte ich noch ein Rennspiel testen, das ist Beach Buggy Racing auf einem Qbot Rainbow 2. Ist ein nagelneues Smartphone, das stelle ich euch demnächst vor. Ist auf jeden Fall richtig gut gemacht, hat 5 Zoll, wiegt ungefähr 150 Gramm und hält dann natürlich auch ganz problemlos. Gerade Rennspiele sind wie dafür gemacht, mit dem Controller gespielt zu werden. Da kann man wunderbar Gas geben, stufenlos und wunderbar steuern. Also das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, als wenn man das über die Bedienelemente oder mit der Neigung des Smartphones steuert. Der Tomahawk ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Controller. Momentan echt günstig bei TomTop. Den Link dazu findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung. Ich werde jetzt hier noch ein paar Runden drehen und komme langsam zum Ende und danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt zum Tomahawk von Ipega, dann schreibt die in die Kommentare. Ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht getan habt, bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao!